So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde The Walking Dead mit mir, Lunetti. Jawohl, im letzten Part haben wir ja dann doch mal die Action erlebt, die sie hier uns hier auseinandergenommen haben. Einige Tote gab es wieder. Und Clementine hat uns leider dabei beobachten können, wie wir einen Mord begehen. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt drin auf uns wartet. Ich muss da leider rein. Was kann ich machen? Ui, 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 ui. Come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Ich muss leider. Ich kann nichts anderes machen, ich muss laufen. Stop right there, I mean it. Was? Okay, das war jetzt nicht so geplant. What the fuck? Warum? Einfach drauf losgeballert, die Alte. Na klar, wo mache ich es auch immer? Gut, in ihrer Situation würde ich aber auch so drauf reagieren, aber mein Gott, sie hat den Fehler gemacht. Sie ist der Kannibale. Von Rauffenburg. Ich kann nichts anderes machen, ich muss einen Schritt laufen. Ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Zittel, zattel, zittel, zattel. Stop right there, I mean it. Ich beweg mich nicht, ich beweg mich nicht, ich beweg mich nicht. Ich kann nichts machen. Was denn? Ich habe nichts gemacht, ich habe mich nicht bewegt. Was soll denn das? Ich verstehe das an der Stelle nicht. Vielleicht einfach nur geradeaus durchlaufen. Kann ich irgendwas machen? Eigentlich nicht wirklich, nee. Ich bleib mal einfach hier stehen. Ich denke mir, dass es falsch ist, aber... Naja. Ja, ist auf jeden Fall falsch. Stop right there, I mean it. Jo. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja hier nicht weitermachen. Ich verstehe das nicht. Ich musste auf jeden Fall rein. Ach, vielleicht kann ich mit Münzen schmeißen. Oder so. Ich glaube nicht. Kann ich irgendwas hier machen? Vielleicht das Licht aus. Ah, fuck. Ich kann hier nichts machen. Doch, da jetzt. Aha, muss man aber auch erstmal wissen, dass sich der Dialog nicht von selbst entwickelt. Da oben ist ein Zombie, oder? Jawohl. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Aha. Ich verstehe schon, okay. Nach und nach. Immer einen Schritt näher, immer einen Schritt näher, immer einen Schritt näher. Ich will auch nicht, dass du mich umhaust. Und? Haben wir dich gleich? Na komm, einen Schritt können wir noch, oder? Einen Schritt können wir noch. Du kleine Rothaarige. Ich muss mal kurz, Moment, meinen Timer auch starten. Sieht zwar lustig aus an der Stelle, aber das muss leider sein. Und von dem her geht's direkt weiter. So, so's. Jawoll! Jawoll! Ui, 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 nein. Fuck!
Andy! Who the fuck do you people think you are? Look at what you've done! Calm down. Calm down? What for, huh? All we wanted was some goddamn gasoline! Schnell! Und E! Aua! Das muss wehtun! Na, willst du boxen oder was? Aua! Oh je! Kann ich was machen? Drück doch mal jetzt! Mach hin! Ich drück ja schon wie ein Weltmeister! Oh, mir blutet der Finger von dem Scheiß! Nein, ich kann nicht mehr! Ach, shit! Oh no! Gut getroffen! Oh, ey, das war ja gerade anstrengend, ey! Eins auf die linke, eins auf die rechte, eins auf die linke und dann immer so hin und her und so geht das, wa? Clementine, nein, du musst das nicht mit ansehen. Ich find das doof. Ach, Leute. You ain't shit! It's over! Fuck you! As soon as Dan and Mama get out here, you're all fucked! I said, it's over! Just walk away! Don't you dare walk away from me, Lee! Get back here and finish this, Lee! Clementine muss nicht noch mehr mit ansehen. Get back here and fight me like a man, Lee! Ja. Let's go. Oh je. Schon krass irgendwo. Im Prinzip wollten sie auch nur ihre Ruhe haben. Gut, die hätten uns alle aufgefressen, aber nichtsdestotrotz. Ich weiß nicht. Ja, sie hat jetzt immer noch Angst vor mir, weil ich so mörderisch drauf bin. I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? We should have known something was up. How the hell do we foresee that? Come on, Lee. I don't know. I really don't. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second.
There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? You murdered Larry. Fuck you, man. You're alive because of me. Why didn't you have my back? I saved your wife and kid. No, I saved them. By making sure Larry didn't kill us. I couldn't do it, Ken. Well, maybe we should stay out of each other's way for a while. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? I'm sorry you had to see that, but I only did it to protect us. Because they tried to hurt us? Yes. Okay. Hey, Dad. What's that noise? Sounds like a car. Oh, God. Not more strangers. Ich hoffe mal, dass sich das mit Kenny wieder beruhigt, weil... Und da hätte ich ihn einfach töten müssen, nur damit ich jetzt ihm und der Truppe gefalle. Das wäre irgendwie, ich weiß nicht. Aus meiner Sicht auch nicht richtig gewesen. Ich konnte es einfach nicht. Hello? Nee, werde ich langsam den Wagen. Ja, schnell laufen kann ich ja eh nicht. Glaube, aber da ist keiner drin. Das wäre sonst, ja. Es würde nicht so offen einfach hier rumstehen, wenn da noch einer drin wäre. Und wäre nicht so verbeult und... Was ist denn das? Oh. Oh, crap. Baby, you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. Oh, sehr gut. This food could save all of us. Not all of us. Oh. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? We have to take this, Clementine. We need it to survive. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. Ist halt so. Mann, ich will dem kleinen Mädchen nicht immer so viel schlecht machen. Manchmal muss das aber sein. Aber es ist immer doof, kleine Mädchen zu enttäuschen. Man macht den kleinen Prinzessinnen ja doch irgendwo immer recht. Okay. Vaterinstinkt halt. Ist so. Kann man immer nichts machen. Supplies? I'll take it. Die Musik ist schön. More food in here. Got a box of food here. I'll carry it. This hoodie looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. We're not like the bandits, honey. We didn't hurt anybody to get this. Understand? I guess so. No. Nichts mehr übrig. Zumindest nicht für mich. Och Mensch, Mäuschen. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Ja. Oh God. Lee, you're gonna wanna see this. Oh, shit. Huh?
Man hat uns gefilmt. Und wie pervers er atmet. Wie so ein Pädophiler, der am Wegesrand im Gebüsch sitzt und einen Spielplatz beobachtet. Jake, Bart, Linda and all y'all fucking sickos from the Save Lots. They call y'all bandits, but you're fucking raping what? Oh, darling baby, look at you. Look at you. Ach, das ist das von der Verrückten aus dem Zeltlager. We won't let them bandits get you, will we? No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If y'all I find thinking it, you're I'll safe? Know. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people who do. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Oje, oje, oje. Einer verrückter als der andere hier. Deine Dach, das ist. Oh, das ist schon zu Ende. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy! I'm the one keeping this group going! We can sort this all out, all right? We can sort this out! I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! Okay, es wird auf jeden Fall sehr spannend und vor allem David das Bein abgehakt, du und 84% der Spieler haben sein Bein abgehakt. Ja, normal, ne? Oh, Lebensmittel aus dem Wagen, du und 55% der Spieler haben Vorräte mitgenommen. Nur 55%? Ey, das sind immerhin 45, die es nicht gemacht haben. Aber guck mal, die meisten haben so gehandelt wie ich, immer zumindest die Überzahl. Pragmatismus, geholfen Larry zu töten, du und 86% der Spieler haben versucht ihn zu retten. Und da hat man ja gesehen, dass es im nächsten Kapitel dann auf jeden Fall einige Konsequenzen mit sich führt. Allein die Dialoge aus der Vorschau jetzt, die generiert wurden, sind schon mal ziemlich eindeutig, dass sie sich auf das jetzige berufen. Das heißt, es ist wirklich ein fortlaufender, durchgehender Strang, der sich komplett über die gesamten Episoden erstreckt. Und das finde ich halt, ist echt gut gemacht, weil so krieg ich die Entscheidung jetzt hier kann komplett den ganzen nächsten Absatz dialogseitig zumindest verändern. Ob es das Spielerische verändert, beziehungsweise ob man deshalb andere Orte sieht oder sowas, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, aber wenigstens die Dialoge und das Ganze untereinander, das wird komplett verändert. Und das, finde ich, ist cool, das macht mir Spaß, das gefällt mir, ich hoffe euch genauso. Der Part ist jetzt leider ein bisschen kürzer geworden als der Rest, aber ich werde, wie gesagt, den jetzt hier beenden, weil, naja, nicht beenden, aber, also, ihr wisst schon, ich werde das jetzt hier abschließen, weil mittendrin nächstes Kapitel anzufangen, ist ja doch ein bisschen eigenartig. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch auch so entschieden hättet wie ich und wenn nicht, lasst mir doch gerne etwas Feedback da, wie ihr gehandelt hättet und warum vor allem. Und das Ganze dann sehen wir im nächsten Kapitel. Ja, der Kapitel 3, der lange Weg bei Walking Dead mit mir, Lunetschki. Auf dann auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.